Ich habe dadurch tatsächlich durch Facebook erfahren, hat irgendein ja, Musikerkollege geteilt und dann haben ein paar andere und ich uns das mal angeschaut und beschlossen, ja, lass das machen. Da fahren wir hin. Beeindrucken mich am meisten die Akustik, diese riesigen Commerzbank-Arena, geschlossenen Dach, 7.500 Musiker, der Hall. Das war unglaublich, wenn vorne gespielt wurde, kam es erst 3 Sekunden später hinten an. Das war logistisch gesehen eine Meisterleistung, das hinzukriegen, dass alles so funktioniert hat und trotzdem alle so ruhig und entschlossen waren, dabei waren. Keiner hat gedrängelt, keiner hat gestänkert, geärgert, gebrüllt. Es ist für ein Fußballstadion echt ungewöhnlich gewesen. Die war während der Spielzeit sehr euphorisch erhaben, fand ich. Jeder hatte so Gänsehaut gehabt und einfach nur bis zu beiden Ohren gegrinst. Das war, alle waren total glücklich und zufrieden. Und so war es zwischen den Proben und so eine entspannte Grundstimmung. Ja, war ein gesundes Miteinander. Titelauswahl. Da es ja ein Sinfonieorchester war in dem Sinne, fand ich es doch gelungen. Es waren bekannte Stücke, schwierige Stücke, allerdings in abgeschwächter Form, in vereinfachter Form, so dass sie auch für alle spielbar sind, ohne viel groß proben zu müssen. Bekannte Sachen, Sachen, die man nicht so kennt, auch wenn man kein Musiker ist oder wenn man Musiker ist. Und es konnten alle, ja, Register konnten, kamen zur Geltung in den Titeln. Ich hatte verdammt viel Spaß. Wenn das logistisch machbar ist, bin ich auf jeden Fall wieder dabei. Innerhalb Europas sollte man das eigentlich hinkriegen. Bestimmt, mit Sicherheit. Da hättet ihr alle viel Freude dran gehabt. Nein. Obwohl ich das ziemlich, ja, kurios finde, denn doch ins Fernsehen und Zeitung gekommen zu sein, das ist einfach, ja, unglaublicher Zufall gewesen, denke ich. Vor allen Dingen an allen bedanken, die das mitgemacht haben, die organisiert haben. Es war riesenklasse und ich würde jedem raten, wenn es was nochmal sein sollte, nutzt die Chance, fahrt dahin, macht das. Es lohnt sich.